So, willkommen zurück. Heute zur zweiten Folge. Wir waren ein bisschen fleißig. Kommt mal hier rein, können wir ein bisschen was sehen. Badezimmer. Sind die Fliesen schon komplett ab, wie man sehen kann. Und zwar haben wir die alle abgeschlagen. Wir haben wieder das Bild wie gerade. Styropor in den Wänden drin, als Dämm- und Isolier wahrscheinlich Master drin. Was spannend zu sehen ist, man kann jetzt auch recht gut von hier hinten sehen, wie weit das Wasser sich hochgezogen hat. Wir hatten Wasser auf dem Boden stehen gehabt längere Zeit. Das hat sich komplett nach oben gezogen. Das ist bestimmt 20, 25, langsam 30 Zentimeter hoch, wie weit das sich alles gezogen hat. Das heißt, wir müssen entsprechend auch dann komplett die Beplankung abziehen. Hier hinter wird es wahrscheinlich genauso aussehen, wenn wir die Platten rausnehmen. Wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, ansonsten haben wir halt die ganzen Fliesen großflächig abgeschlagen. Die Decken. Vorher waren so Paneele drauf, die lackiert waren, abgehangen oder beziehungsweise halt demontiert und entfernt dabei. Ganz spannend das ist oft so das Thema dabei, wenn man was abmacht. Man sieht jetzt sehr schön die Rohre. Ja, hier hatten wir vorher das kaputte Stück, wo das Problem ja war mit dem Mieter, der uns nicht reingelassen hat, um das Loch wieder fest zu machen. Und was man so gehen kann, wenn man hier weiter guckt, wir haben hier Rost, Rost, Rost. Hier ist, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, eine rostige Stelle. Das heißt, hier ist auch nochmal eine rostige Stelle. Wir haben anscheinend entweder Schwitzwasser hier drauf oder noch eine Undichtigkeit dabei. Das kriegt man oft in der Regel nicht mit, weil das ist ja, wir haben hier einen Aufbau gehabt. Man sieht ja schön, hier war verputzt, darauf waren die Platten geklebt. Die sieht man hier, die Rigipsplatten. Und auf den Rigipsplatten war nochmal ein Fliesenspiegel drauf. Fliesenspiegel ist ja per se erstmal dicht, das heißt, da kommt auch lange nichts durch. Es dauert lange, bis man das sieht. In dem Zuge war natürlich, wie es sich gehört, die komplette Installation einmal komplett neu machen, also sprich austauschen, demontieren und nochmal neu verlegen. Die Aufteilung lassen wir gleich, also sprich, da wird das WC wieder hinkommen, Waschbecken und die Dusche bleibt hier in der Ecke stehen. Und an dem Raum in der Tiefe lassen wir wahrscheinlich auch identisch, das heißt, da werden wir wahrscheinlich gar nicht rangehen an den Grundrisse. Wobei ich es anbieten würde, weil wenn man vielleicht mal nach oben schaut, man sieht, das Ständerwerk ist nach oben hin gar nicht an die Decke abgesetzt worden. Man kann sehr gut sehen, dass das WC oder der Raum vom WC vorher anders war. Da sieht man, wo die vorher gestanden haben, die Wände. Man hat die ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Aber fachgerecht wäre es, die Ständerwerk bis oben zur Decke anzuschlagen, pro Raum. Und hier sieht, wie man es gut sehen kann, ist das ja nicht gemacht worden. Das heißt, wir wahrscheinlich da oben verlängern. Ständerwerk kann man ja weiter verwenden, ist ja alles super. Ja, natürlich Schutt raus, das auf jeden Fall. Und dann dementsprechend hier neu alles nochmal verlegen. Wir werden hier auch mit Vorwandelementen arbeiten, also mit diesem typischen Geberitkasten, Hänge-WC da hinsetzen. Ja, genau, da ist ein bisschen Arbeit noch drin. Ansonsten, hier ist der Durchbruch jetzt zur Küche gemacht worden, oder ist der Durchbruch? Durch die Entfernung des Ständerwerks ist halt alles jetzt hier offen. Ich bin jetzt direkt in der Küche drin. Wie gesagt, hier wieder dasselbe Bild, nach oben hin offen, was eigentlich nicht so sein sollte. Wenn wir dementsprechend auch von hier aus verkleiden, zumachen. Ja, Grundriss oder ja, die Lokation der Wände lassen wir dabei aber gleich, da gehen wir nicht dran. Fliesenspiegel haben wir schon ab. Ging auch recht gut ab. War ja einfach geklebt, ist kein alter Spiegel gewesen. Was wir gemacht haben, wir haben noch ein bisschen Dämmmaterial seitlich gelagert. Kann man ja wiederverwenden. Also alles, was gut ist, braucht man nicht wegschmeißen. Kann man durchaus auch wiederverwenden. Und heutzutage kann man ja auch sowieso nicht genug dämmen. Dämmen ist ja vielleicht daher sinnvoll, für thermetische Dämmung, also sprich gegen Kälte und Wärme abzudämmen. Aber auch Schall ist natürlich in so einem alten Bau. Wir haben ja, glaube ich, 1903, glaube ich, 1906 Baujahr, wo ich in dem Alter ja oder im Baujahr an Schallschutz ja niemals gedacht. Wir haben hier Holzdecken, das heißt also auch Holz ist ein super Leiter von Schall. Daher wird, wenn man das auf jeden Fall mal schön auffüllen, die Decken, die Zwischengeschosse, damit auf jeden Fall da ja ein bisschen Schallschutz hergestellt wird. Ne? Boden haben wir noch nichts dran gemacht. Boden ist immer noch wie früher auch. Die Fliesen schon abgeschlagen worden, aber seit der letzten Aufnahme ist damit nichts passiert. Ja, hier nochmal kann man auch nochmal da oben die Decke gut sehen. Wie gesagt, nicht darum durchgezogen, sondern einfach die drei Wände untereinander verbunden. Spannenderweise sind die sehr stabil, obwohl die nach oben keine Stabilität haben. Haben die trotzdem sehr gut hingekriegt. Ich glaube, das ist alles auch Spannung und untereinander gut verschraubt. Daher auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden.
Wir haben noch im Wohnzimmer ein bisschen was gemacht. Angefangen schon mal, ja, Tapeten, da ist alles ab, da ist alles ab. Hier ist uns entgegengekommen, hier ist ein alter Kamin. So sieht er aus. Mittlerweile schon länger außer Betrieb. Wir haben hier eine Zentralheizung. Das muss mal aus der Zeit gewesen sein, wo vielleicht ein Kohleofen noch drin gestanden hat in dem Raum. Standesinn haben sich gelöst, das heißt, da müssen wir natürlich wieder schließen. Wobei der Kamin ja, wie gesagt, ohne Funktion ist mittlerweile. Ja, wie gesagt, Tapeten alle ab, soweit es ging. Hier haben wir schon mal angefangen damit. Gehen natürlich sehr schwer, man sieht hier sehr gut, wie es hier eingeritzt ist. Hier sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Lagen übereinander mit Farbe und alles. Hilft nur kratzen, nützt alles nichts. Ne? Hier vermuten wir, das wird auch erklären, warum wir hier die Bautiefe haben. Das haben wir nämlich auch in der Küche gehabt. Man hat früher ganz gerne, wenn man einfach gearbeitet hat, hat man die Installation auf der Wand gemacht und dann Riegelsplatten einfach mit, ja, Speis, Putz, Gips einfach angeklebt, mit einfach ein paar Punkte gesetzt. Das wird hier auch wahrscheinlich der Fall sein. Vermutlich ist die Elektroinstallation hier hinter die Verkabelung auf Putz gemacht worden. Dann wollte man aber nicht alles neu verputzen und unter Putz legen. Deswegen sind das hier einfach nur Platten, die draufgeklebt worden sind, auf einfache Weise. Vermuten wir. Wir werden sehen. In einer der nächsten Videos wird die Platte auf jeden Fall, oder wenn die blank, wenn wir das abkriegen, dann werdet ihr da sehen, was dahinter steckt. Das werden wir sehen. Hier, Heizkörper hängt noch da, Fenster sehen noch aus. Hier steht noch ein Container draußen. Das ist der zweite mittlerweile. Wir haben einen schon entsorgen lassen. Das ist ein 12er gewesen. Der war voll. Mit voll meine ich aber, normalerweise muss ja immer eine gerade Linie sein. War schon ein kleiner Buckel. Ja, mögen die nicht so gerne. Aber ja, wir haben schon 12 Kubik raus. Soweit dazu hier. Wir werden jetzt einmal Schutt rausbringen, nochmal alles. Dann werden wir weiter Tapeten abmachen. Im Flur ist noch alles drauf an Tapeten. Da drüben ist auch noch ein bisschen Schutt, was noch zu entsorgen ist. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. Flur noch gar nicht angefangen. Im Flur ist auch noch alle die schöne alte Tapete drauf. Wobei wir hier wahrscheinlich sowieso, das ist ja alles Ständerwerk, wie man es hören kann. Ihr habt ja gesehen, wie es hier von unten Feuchtigkeit hochgezogen hat. Das ist alles von hinten zumindest und unter Farbe auf jeden Fall verschimmelt. Werden wir alles rausreißen. Das kann man so nicht mehr verwenden. Und ich kenne keine Art, wie man Riebesplatten von Schimmel frei machen kann, außer durch Entfernen. Meines Wissens gibt es dafür keine einzige Lösung, außer Demontage, Entsorgung. Ne? Das heißt, ja, die Platten kommen alle komplett raus. Wir werden in dem Zuge auch neue Türzargen einsetzen. Wir haben hier Metallzargen mit alten Türen. Die sind farblich, ja, nicht state of the art. Wir haben hier welche mit mechanischen Beschädigungen. Dadurch, dass halt noch lange Wasser unten gestanden hat, haben die hier unten auch Wasser gezogen. Das heißt, die Türen sind nicht mehr zu retten. Die Zargen, ja, ist diese alte Metallzargen. Wir werden die gegen aktuelle, moderne Holzzargen austauschen mit aktuellen Türen. Kostet im Set, ich weiß nicht, 150 Euro, glaube ich, oder was. Eine normale, einfache, weiße Zarge mit einem einfachen Türblatt, Drückergarnitur dazu, sollten keine 150 oder 60 Euro sein. Wir haben hier drei Türen. Wohnungseingangstür müssen wir uns noch gucken, was wir machen werden. Die tauschen wir noch aus. Wir werden nach oben verlängern, die neue beplanken. Klar, Schaltermaterial, Elektroinstallation wollen wir uns auf jeden Fall vor Ort angucken. Wobei wir Elektroinstallation nicht anpacken möchten, ehrlich gesagt. Elektro ist ja das, ja, solange ich die Installation so lasse, wie die ist, hat die Bestandsschutz. Wenn ich anfange, umzuverdrahten, Sicherungsautomaten einzusetzen, wenn ich also irgendwas an der Installation so wie die ist verändere, danach muss ich die nach aktuellem Stand wieder neu abnehmen. Und das ist immer sehr, sehr aufwendig. Oft muss der Sicherungskasten vom Treppenhaus runter in den Keller, weil es eine Brandlast ist. Da muss ich neue Verkabelung ziehen. Ich muss alle aktuellen Auflagen erfüllen. Das versuchen wir hier zu vermeiden. Deswegen, wenn wir Elektroinstallation, glaube ich, gar nichts dran machen. Wir haben hier, glaube ich, aktuelle Farben, wenn man es sehen kann. Ja, wir haben auf jeden Fall Blau und Schwarz da. Das ist auf jeden Fall ja, mindestens 80er, 90er Jahre die Kabelinstallation, zumindest von der Deckenleuchte hier, die hier hängt. Mehr kann ich jetzt nicht erkennen. Hier vielleicht noch ein paar Farben. Grün-Gelb sehe ich auch, ja. Ist auf jeden Fall alles Aktuelles. Hier sind auch Grün-Gelb dabei. Das ist auf jeden Fall, werden wir versuchen, so zu erhalten.
um Kosten und Aufwand natürlich zu sparen dabei, ne? Ja, soweit hier zu der Wohnung von Rundgang Nummer 2. Jetzt gehen wir gleich in den Keller runter. Keller ist auch schon leer. Lasst euch daher zu überraschen. So, wir sind jetzt im Keller. Wie ihr sehen könnt, ist hier mittlerweile alles raus. Die Jungs waren fleißig. Spannend ist zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das draufkriegen auf die Kamera. Man sieht hier oben, wo das Wasser durch die Geschossdecke gelaufen ist. Man sieht hier auf jeden Fall zwei große Kränze. Das ist, Wasser sucht sich mal seinen Weg. Das ist also nicht ganz linear, nicht ganz gerade. Aber hier sieht man sehr gut, was Wasser rausgekommen ist. Wir haben jetzt alles hier raus. Man sieht auch hier so schöne, ja, Stellen, wo es ausgeblüht ist. Dadurch, dass ja so eine abgehängte Decke hier war, ist das Wasser halt geleitet worden. Ne? Das heißt also, anscheinend ist an der Stelle viel Wasser hingekommen. Hier vorne kann man es auch nochmal gut sehen, ist auch nochmal viel Schimmel entstanden. Ja, auf jeden Fall ist das ganze Holz jetzt komplett raus. Wie gesagt, wir haben deswegen auch einen Container schon weg mit 12 Kubik. Alles jetzt einfach lose hier. Elektroinstallation, jede Menge noch hier frei fliegende Verkabelung, die war natürlich alles unter Putz. Hier ist noch der Wasseranschluss, da in der Theke war noch so ein Frischwasseranschluss, da ist der Abwasser noch dazu. Auf jeden Fall ist hier wichtig, wir haben jetzt das Ganze, ach guck mal, hier ist mal eben ein Stück Rohr ausgetauscht worden, da ist wahrscheinlich was kaputt gewesen früher. Sollen wir vielleicht den Zug auch mal mit überprüfen? Das geht nach da drüben, noch verschwindet es in der Wand, in der Decke. Weil bei solchen Gelegenheiten gucke ich immer, der Aufwand, jetzt das Rohr auszutauschen, das sind vielleicht 5 Meter, ist überschaubar. Wenn nachher hier vermietet ist, vielleicht der Keller voll ist und dann Wasserschaden entsteht, ist der Ärger immer enorm hoch. Daher wird es immer sowas bei solchen einfachen Gelegenheiten wie jetzt unbedingt mitmachen. Da müssen wir gucken, warum hier eine Abwasserleitung ist, ob die überhaupt notwendig ist. Das weiß ich nicht, die scheint hier zu enden. Ich vermute, dass es einfach nur im Zuge der Nutzung hier als Bar und Theke genutzt worden. Die Frage ist auch, sowas sollte man eigentlich rückbauen. Das wird hier im Keller keiner groß nutzen, keiner groß brauchen. Keller werden ja in der Regel als Abstellraum genutzt. Würde ich fast überlegen, ob man den wirklich braucht. Ist ja eine zusätzliche Fehlerquelle, die braucht man ja eigentlich nicht. Ne? So, Kabel müssen wir gucken, was davon sinnvoll ist, was davon gebraucht wird. Wie gesagt, das ist ja von jeder Menge, was hier rumfliegt. Ich habe auch gesehen, dass da eine alte Telefonstation, so wie es aussieht, noch rumfliegt, von den Kabeln her zumindest, von der Kabelführung. Wenn wir alles mal hier ein bisschen clean machen, ein bisschen bereinigen, ja, und dann ist im Prinzip schon fast daran zu denken, alle Wände abzuwaschen, eventuell gucken, was hier oben mit beizuarbeiten ist. Wir haben hier natürlich durch die Feuchtigkeit Eintritt, ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann, da hat man diese typischen Blasenbildungen. Wir haben hier ein bisschen Korrosion an dem Stahlträger, den müssen wir behandeln. Das ist auf jeden Fall, Rost ist immer fies, der Rost breitet sich immer mehr aus. Und nimmt damit Substanz immer weg. Das ist halt wichtig, dass man den mal rechtzeitig halt früh vor allem und nachhaltig bearbeitet. Den wir auf jeden Fall im Auge haben, werden wir auf jeden Fall mit bearbeiten müssen. Der andere Träger sieht dafür aber sehr gut aus. Der hat fast gar nichts abgekriegt. Wir haben hier noch eine schöne Kappendecke, wie man sehen kann. Und der liegt da auf, genau richtig. Also den Träger müssen wir auf jeden Fall noch bearbeiten. Den müssen wir auf jeden Fall behandeln. Ja, Keller ist jetzt, wie ihr seht, Schimmel. Meistens frei, also nicht komplett. Ja, die Wand muss abgewaschen werden. Aber das ganze Holz, alles ist raus. So, nächste Folge gibt es nochmal mehr dazu. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, teilen und auf die nächste Folge warten.